Hey Leute, wir sind ohne Fackeln im Wald, meinem Lieblingsabschnitt, und wir sollen eine große Kanone zerstören, ohne Fackeln im Wald, und haben im letzten Part auch noch den Sammler getroffen, den wir allerdings dank ihm hier relativ gut besiegt haben. Die plus 30% Chance auf Betäuben hier macht sich wirklich, wirklich bezahlt. Er ist auch ein Waldhasser, er kriegt ja auch noch mehr Stressschaden, habe ich ja gut aufgepasst. Aber ist er nicht zeitgleich auch ein... Nee, er ist ein Labyrinthabenteurer. Gut. Ja, und das heißt, nachdem wir gedacht haben, er ist... der 8-Finder hat sich hier versteckt. Nope, das war nicht der Fall. Der muss anscheinend dort sein und wir wollen hoffen, dass wir da jetzt gut durchkommen oder überhaupt hinkommen. So. Die sind alle überrascht. Das ist gut, denn das bedeutet für sie nichts Gutes. Wir betäuben erstmal die... Ne, wir kotzen die erstmal voll, würde ich sagen. So, bäh. Die hat sich natürlich widersetzt. Wie kann es anders sein? Ach so, aber nur dem... Nein, was fällt dir denn ein? Tja, sind wir nächste Runde nochmal vor denen dran, ist die Frage. Oder lassen wir den noch zur Ader? 15. Das Ding hat nur 8. So. Wenn es blutet, kann ich es auch töten. Schieß sie ab. Nice. Critical Hit. Okay, das heißt, der ist nächste Runde auch um. Naja, er hat die meisten TP von uns. Er sollte das wegtanken. Das ist natürlich kein Grund, ihn jetzt deswegen zusammenzuschlagen. Okay, ja, mach ihn weg. Der vordere ist eh um. Der wird jetzt nämlich gleich kaputt gemacht von Gorgorthon. Und zwar hier, locker flockig aus der Hüfte. So. Oh, schön. Widerstand gegen Bewegung. Okay. Hat irgendjemand noch nicht komplette Ausrüstung? Leider doch. Na gut, was schmeißen wir denn mal weg? Wir werden jetzt gleich erstmal natürlich noch einen Baumstumpf treffen, ohne Ende. Ich weiß es einfach. Ach, wir schmeißen erstmal die 100 Gold weg. Zwar ist es eher wahrscheinlich, dass wir nochmal Gold finden als irgendwas anderes, aber... bei all den Kuriositäten, die es hier noch so gibt. Diese Dunkelheit eignet sich ideal für einen Hinterhalt. Ja, ja. So, wir haben... Ja, da ist auch schon das Gold. Ja, gut, lassen wir das nochmal liegen. Wir haben ja hier 2500. So. Zwei. Du kannst dich selbst heilen. Bei dir klappt das ja irgendwie nicht so. Machen wir es mal so rum. Da ist auf jeden Fall ein Kampf drin. Ja. Okay, allerdings ein dankbarer, wenn ich das so sagen darf. Okay, leider stehen die falsch. Doof von mir. Habe ich nie aufgepasst. Ja, dann musst du dich jetzt leider verwandeln. Das hilft nichts. Damit du Schaden bei den Leuten machst. Ja, nice. So, du beißt mal den. Genau. Alles verläuft genau nach Plan. Jo. Okay. Tauschen. Nachgucken, Truhe. So. Okay, das heißt, dann ist das mal raus. Wir nehmen alles. Okay, was fehlt uns? Ein Ölgemälde. Die sind 500 wert. Die sind zusammen 500 wert. So, wir wollen unser Dorf ausbauen. Wie wir auch einfach nichts erforschen. Nichts. Alle haben Hunger. Das ist sehr dankbar. Wollen wir hoffen, dass sie nicht nochmal alle Hunger bekommen. Oder wir hier noch etwas Nahrung finden.
Oh, ist doch scheiße. So, die kommen jetzt weg hier. Zitrine, weg damit. Und gleich sind wir in vollkommener Dunkelheit und haben immer noch zwei Räume vor uns. Na gut, hier ist nichts. Das ist dankbar. Das ist sogar sehr dankbar. Aha, hier ist allerdings... Hier haben wir die jetzt weggeworfen, die Kräuter. Ne, hier, Gegengift haben wir noch einmal. Jo, alles mitnehmen, okay. Lassen wir da, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Au! Okay, wie viel macht das? 2 für 3? Oh, sie wird ausfällig. Das wird für den Endkampf ja nicht so schön. Ich bin umgeben von Tölpeln. Mhm. Die Musik wird auch schon wieder so ätzend, gemein. Aber wir haben es tatsächlich durchgeschafft. Also, scheiße. Oh nein, Ubi Bubi Bubi. Oh Mann, jetzt geht's wieder los hier. 24! Ich werd bekloppt. So ein Ernst? Ach, der kann ja nur die ersten beiden. Ja, nee, der hinten muss weg. Das ist der allergefährlichste von allen. Giftschleim? Oder betäuben? Ich betäuben wir mal die. Hoffen wir, dass wir den hinteren jetzt noch mit Lola wegkriegen. Jawohl. Preist den unerschütterlichen Hund! Ja, ganz richtig. Ausgewichen, nice. Okay, wir sind ja nicht so verletzt, also, geh sterben. Aua. Warum nicht den angreifen mit Gegenschlag? Ja, das frage ich mich auch. So, jetzt mal nachdenken. Von da kann er noch jemanden wieder betäuben. Wie viel Widerstand haben die dagegen? Kaum was. Schlitz. Dann betäuben wir den vorderen. Und machen den hinteren platt. Was für ein toller Plan. So, preiset den unerschütterlichen Hund. Und Snipe. Leider hat das nicht so ganz geklappt. Aber es war eine gute Idee. Jetzt müssen wir heilen. Okay, gut, der ist eh um, wenn er das nächste Mal dran ist. Dann heil dich mal. Okay, den kann ich wegpusten mit ihm. Dann heilst du dich auch mal. Zufälliges Ziel wollen wir nicht. Dann heilst du dich auch mal. Ich weiß ja schon, dass das nicht ganz klappen wird, aber immerhin. Okay, der ist schon mal wieder um. Und tastender Schlag. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja. Eigentlich kannst du ja gleich nach vorne fechten. Hatte der nicht nur noch 5? Nö. Okay, den kriegen wir über diese Runde platt. Dann wäre ich dafür, dass du dich aufhältst, Chris Bro. Okay, und du halt dich auch. Mach doch deinen Stress wieder runter. Und du machst halt... Ach, kann sie hier Schnellschuss. So, pam. Yo. A trifling victory. But a victory nonetheless. Schön. Ja, okay. Diese Erkundung. Das ist so geil. Okay, aber es sieht ja gut aus, als würden wir tatsächlich noch ankommen. Wir haben sogar noch einen Schlüssel hierfür. Und wir haben auch genügend Fackeln, um... ja, da komplett im Lichte hinzugehen. So. Sehe ich da Glitzernis? Toll. Es war doch dunkel. Oh. Gut, immerhin das. Oh, cool. Lass mich raten. Noch eine Fackel?
Ja, aber weil es so dunkel ist, auch noch ein bisschen mehr. So, du hast mehr Stress. Du solltest mal die entschärfen. Ich werde bekloppt. Wir kommen hier echt an. The light, the promise of safety. Und schwupp sind wir da. Yo. Dann wollen wir mal gucken. Also die kennen wir ja schon. Was ist er? Brigantenkanonier. Okay, der sollte wahrscheinlich... Was hat er in der Hand? Der hat hier so ein Anzündeding in der Hand, ne? Der sollte auf jeden Fall sterben, bevor irgendwas passiert. Was machen wir denn da? Verwandeln wir uns gleich oder betäuben wir den? Hat er Widerstand gegen Betäuben? Nö. Okay. Ein unbeholfener Angriff. Was? Schnauze, Mann. Das hier ist ein Scheißangriff. Aua. Ja, haltet sie einfach zurück, damit ich feuern kann. Genau. Der hat noch 3 TP. Ja, dann jag mal die Scheiße durch. Noch 2 TP. Achso, und er steht ganz vorne. Deswegen kann er nicht Streuschuss machen. Schade. Okay. Steht die Kanone ganz vorne. Ist natürlich auch lustig. Haltet still, damit ich zielen kann. Alter, sie macht aber auch. So, dann, verfehlt. Okay, er ist eh tot. Verstärkung. Die Kanone ruft. Och nö. Okay, die Kanone hat nicht so viel. So, geht nicht anders. Gorgaton wird auch ausfällig. Ist der Ruf erst ruiniert. Ach, herrje. Naja, wie auch immer. Also du greifst erstmal hier an. Die Kanone kriegt einen Schaden. Das ist ja stark. So, der da hinten hat 8 TP. Hauen wir den um? Schaffen wir das so? Nee, leider nicht. Der muss aber auch weg. Das flächendeckende... Oh, schön. Feuer ist auch nicht gerade nice. Okay, haben wir noch irgendwas, um die Schwächung wieder wegzumachen? Haben wir nicht. So. Und die hat 70% und gegen alles, ja, die hat 70% Schadensreduzierung. Ich glaube, dann lasse ich mit ihr das mal markieren. Damit sie ein bisschen Schaden frisst. Och komm, du bist doch scheiße. So, dann 2 Schadenspunkte. Au. Okay. Schade, dass der ganz vorne steht. Oh, Kacke. Wir kriegen... Ach doch, wir kriegen ihn vielleicht, kriegen wir den weg, ja. Adalas bringt ja nichts, aber der muss weg. Da kommt ja einfach nur ein neuer. Ist an und für sich. Naja, dann machen wir das. So. Begone, Fiend. Ich glaube das nicht. Also der sollte auf jeden Fall immer schön sterben. Wie viel hat der noch? Einen Schaden pro Runde für eine Runde. Plus 60 gegen gezeichnet. Ne, ich muss einfach mal diesen hier angreifen. Lula beißt sich da ordentlich fest. Okay, cool. Ja, dann, Ratterzong ihn. Lula beißt den. Du
kommt nicht an den ran. Ja, dann... Scheiße. Na, dann muss sie das jetzt ja wieder richten. Ja, nice. Gott sei Dank. Okay. Er macht einfach weiter, was er bisher gemacht hat. 45% zusätzlicher Schaden. Okay. Wir riskieren nichts. Ja, du kannst ja nur das so machen. Oh Mann. So, das heißt, sie muss allerdings dann den hier abkloppeln. Nice. Und dann ist sie schon wieder dran, ja. Das heißt, wir kriegen einfach immer nur so ein bisschen Schaden durch ihn hier drauf. Könnten ja mal... Ja, es macht aber auch nicht mehr Schaden, ne. Keine Chance. Shit, ey. Das wird ja ein ewig langer Kampf. So, 7 und blutet. Ja, okay, das heißt, der ist um. Den brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern. Fechtschritt und Gegenwehr. Kommen wir hier in Zweierschritten drauf. Hack aus. Hack verfehlt. So, dann Ziel markieren wäre gut, aber... Ich hoffe, ich habe mich jetzt... Ja, genau. Nicht vertan. Verstärkung. Kommt immer einer und will nochmal was anzünden. So, Lola. Schade, das reicht nicht. Dann können wir das ja nur so machen. Kampf. Achso, das greift. Schwerer Schlag. Geht da einen nach vorne. Kann man sich ja auch mal merken. Wie viel hat er denn noch hier? 3 TP. Unsere Armbrustschützin ist ja noch dran. Masterfully executed. Critical Hit. Präziser Schuss, genau. Okay. Alles klar. Ewig, diese Verstärkung. Okay, aber dieses Mal haben wir Glück. Er steht weit vorne. Das heißt, wir können damit beide treffen. Scheiße. Okay, sehr gut. Nice. Nicely go-dicely. So viele hat er noch. 3. Das wäre eigentlich mal ein Job für flächendeckendes Feuer. Sehr gut. Dann greifst du normal an. Joa. Lola. Kleinvieh macht auch Mist. Und du haltet verdammt still. Ich brauche mal wieder ein bisschen Ausfälligkeit. Hm, du markierst die jetzt. Kann sie nicht, weil sie zu weit vorne steht. Dann Schnellschuss, ne? Locker flockig. Ne, wobei, dann einmal ihn währenddessen. 2 haben oder nicht haben ist auf der Stufe hier ja schon gar nicht so schlecht. Okay. Steht er wieder an Position 3. Plus 30 mit dem Clownhieb. Joa. Hack. Sieben kommen Blute. Ja, nice. Muss ich mich nicht mehr um den kümmern. Scheiß Typen. Präziser Schuss, genau. Kleinvieh macht auch Müll. 18 hat er noch. Fechtschritt einen nach vorne oder Adalas? Ne, Fechtschritt einen nach vorne für die Gegenwehr. Zack. Weg mit dir, scheiß Typ. Runde 10. Dann kommt der nächste von diesen Schwachmaten. Okay. Du haust einfach wieder, hat sich bewährt. Gut. Lola beißt wieder den hinteren. Schade, einen zu wenig. Ach, sie, ha, ha, ha. Das geht nicht. Ja, dann mach ihn weg. Dann präziser Schuss auf ihn. Irgendwann wird er ausweichen und dann kriege ich bestimmt eine volle Ladung Kanonenpulver in die Fräse.
Oh, und das ist natürlich richtig geil. Haha. Wunderbar, der ist um. Das heißt, wir können jetzt unseren Schaden einfach auf verzweifelt. Oh nein. Krausch! Nein, er hat sich zurückverwandelt. Was soll das? Ja, dann tausch mal mit ihm. Hast nichts Sinnvolleres zu tun? Geil. So. Damit du jetzt hier auf den... Jawohl. Nice. Kritisch für 8. 6 sind noch drauf. Das kann schon fast reichen. 3. Der ist um. Ja, eine Runde noch. Das schaffen wir. Alter Falter. Völlig ohne Fackeln. Jo. Das schaffen wir. Da müssen wir jetzt uns auch nicht auf den Typen da hinten konzentrieren. Können ja ruhig alle hier auf die Probe gestellt werden. Alle sind sie schon gequält, nur der Crispro noch nicht. So, mal gucken. Er ruft jetzt eine neue Kanone, wenn er dran ist. Das wäre auch geil. Ausgewichen. Tja. Funkenschlag, okay. Bumm. Nicht mit uns. So, Lola. Beiß ihn tot. Nice. Hui. Gute Idee, ohne Fackel loszugehen. Okay, dann schmeißen wir mal alles weg, was wir nicht mehr brauchen. 1, 2 und 3 und das nehmen wir so mit. Und wir hauen natürlich sofort ab. Tja, das war einmal, wenn wir uns im letzten Part für die andere Richtung entschieden hätten, dann hätten wir auch nicht so viele Fackeln gefunden. Also, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, und der Sammler ist auf diesen Stufen dann echt gut zu besiegen, wenn man ihn betäubt, aber auf höheren... Naja, wenn das nicht so klappt. Okay, Caitlin ist krank und ist grüblerisch und... Stressschaden gegen Menschen, toll. Und Crispro und Lola sind tatsächlich auf Stufe 3 aufgestiegen. Auch die einzigen, die hier überhaupt ohne Stress rausgegangen sind. Ja, sehr schön. Okay, Nekromant. Achso, jetzt kommen sozusagen die nächsten. Aha, also gibt's noch eine für Veteranen und dann gibt's noch eine für Superpros. Für Experten. Achso, alles klar. Ja, und wir haben jetzt die ersten beiden jeweils besiegt. Naja, immerhin, ne? Immerhin. Okay, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat dann doch ganz gut geklappt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao!